Es gibt Traktoren, die haben sich über die Jahre zu echten Klassikern entwickelt. Manche davon erreichen Kultstatus, wie der Favorit 926 Vario von Fendt. Er gilt als Ur-Vario, der mit seiner stufenlosen Antriebstechnik vor mehr als 25 Jahren die Fachwelt zum Staunen brachte. Nur wenige dieser Traktoren sind heute noch im Einsatz. Einen davon haben wir aufgespürt. Ein junger Lohnunternehmer aus dem Salzburger Land setzt einen Favorit 926 Vario im Winterdienst ein. Neben dieser Traktorlegende haben wir auch einen Spezial-Unimog aus den 70er Jahren beim Schneefräsen vor die Kamera bekommen. Freut euch auf spektakuläre Bilder, viele Hintergrundinfos und eine Geräuschkulisse mit Gänsehautgarantie. Ja, es gibt ihn noch. Den Winter. Tief verschneit empfängt uns der Salzburger Pinzgau, als wir Ende Februar 2021 diesen lang ersehnten Dreh in Angriff nehmen. Auf einer Bergstraße hoch über dem Salzachtal begleiten wir Lohnunternehmer Manuel de Ambros, der mit einer großen Schneefräse die Zufahrt für die Forstverwaltung freiräumt. Manuel fährt einen Traktor, von dem viele Landtechnik-Fans nur träumen. Einen Fendt-Favorit 926 Vario. Der erste stufenlose Traktor von Fendt. Und einer der ersten stufenlosen Serientraktoren überhaupt. Also wir haben da einen 926er Fendt, Baujahr 2000, mit also Schmiedfräsen, Ö50er auf 2,80 Meter Arbeitsbreiten. Das ist schon festgespannt, da geht schon was weiter. Und passt vom Baujahr auch hübsch zusammen. Also die Fräsen ist ein 1990er Baujahr und der Traktor ist ein 2000er Baujahr. Der 926er, der ist ein Monat vor meinem Geburtstag ist ausgeliefert worden. Das gleiche Baujahr ist halt auch gut. Und ja, besonders, weil es halt Generation 1 926 ist. Der erste Vario, wo es von Fendt gegeben hat, das ist halt schon ein Meilensprung damals gewesen. Und das ist halt eine Rarität schon, so ein Traktor. Und ich finde es einfach immer noch bewundernswert, was der für eine Leistung bringt. Also der kann man mit den neuen Maschinen leicht mithalten, kann man sagen. Er ist von den Ausmaßen her noch relativ klein, der Traktor. Und relativ kompakt, also man kommt auch noch wohin. Und mir taugt halt von der Technik her noch, weil man was selber da kann. Es ist noch viel mechanisch an dem Traktor und genauso für so grobe Sachen ist das das Richtige. Technisch basiert der 926 Vario auf den bewährten Favorit 800 Traktoren. Unter der Haube arbeitet derselbe MAN-Sechszylindermotor mit 6,9 Litern Hubraum. Die Revolution war das Vario-Getriebe, das erstmals den Wirkungsgrad eines Lastschaltgetriebes mit den Vorteilen eines stufenlosen Antriebs vereinte. Die Fahrgeschwindigkeit regelt Manuel mit dem Joystick. Die Motordrehzahl gibt er mit dem Fußpedal oder dem Handgas vor. Die automatische Motorgetriebesteuerung TMS führte Fendt erst mit späteren Vario-Generationen ein. Hier beim Schneefräsen fährt Manuel rückwärts. Das ist möglich, weil der Favorit 926 über eine Rückfahreinrichtung verfügt. Mit wenigen Handgriffen lässt sich der Sitz samt Lenkrad, Armlehne und Pedalen um 180 Grad nach hinten schwenken. Danach hat der Fahrer freie Sicht auf das Arbeitsgerät. Der Traktor wird zum wendigen Selbstfahrer mit Hinterradlenkung. Ein System, das Fendt auch heute noch bei seinen Großtraktoren als Wunschausrüstung anbietet. Der Favorit 926 wurde mit einer Motorleistung von 260 PS ausgeliefert. Nach einer kleinen Leistungskur kommen nun gut 300 PS an der Zapfwelle an. Perfekt für den Einsatz an der großen Schneefräse, die in ihrem früheren Leben nur selten mit solchen Schneemengen in Berührung kam. Manuel konnte das gut erhaltene Gerät als Gebrauchtmaschine vom Flughafen Wien übernehmen, daher auch die gelbe Farbe. Dort kam sie über 30 Jahre lang an einem Unimog mit 530 PS Aufbaumotor zum Einsatz. Der Aufkleber an der Motorhaube ist übrigens ein Mitbringsel von der Großglockner Hochalpenstraße, an deren Räumung Manuel auch schon beteiligt war. Dort hat man es nochmal mit ganz anderen Schneemengen zu tun, wie diese Aufnahmen eindrucksvoll unter Beweis stellen. Schicht für Schicht wird die weiße Pracht abgetragen, bis schließlich die Fahrbahn zum Vorschein kommt. Die Ur-Varios der ersten Generation sind rar geworden. Gut erhaltene Gebrauchte werden mittlerweile zu Höchstpreisen gehandelt. Für Manuel spielt das aber keine Rolle. Sein Favorit 926 ist unverkäuflich.
Zu gerne setzt er sich selbst hinters Steuer, um Kraft und Klang des MAN-Motors zu genießen. Ja, das ist schon geil. Allein der Auspuff-Sound, also da muss vorne die Frontscheibe auf sein, dass man mal hört, was da fährt. Und wenn man das erlebt, wie die Maschinen lebt, das taugt man immer an die öden Maschinen, weil da hört man den Motor oder hört man die Takte noch vom Motor und wie das arbeitet und wie das bebt in sich. Also das ist schon bewundernswert. So was darf man nicht mehr hergeben, da muss da bleiben. Das ist eine legendäre Maschine und der muss halt bleiben. In Serpentinen arbeiten wir uns immer weiter den Berg hinauf. Die Wolken lockern auf und geben einen Blick frei hinunter ins Salzachtal und hinüber zum Nationalpark Hohe Tauern mit seinen vergletscherten 3000ern. Direkt hinter uns erheben sich sanft die Derntner Grasberge, die es mit ihren höchsten Gipfeln immerhin auf 2100 Meter schaffen. Wir wechseln das Fahrzeug. Manuel ist Unimog-Fan und hat extra für unsere Kameras ein ganz besonderes Exemplar mitgebracht. Also das ist ein Unimog U421, die kleine Bauserie mit 52 PS. Nachher hat er hinten oben einen Aufbaumotor, einen OM352 mit sage und schreibe 200 PS. Das ist original von Schmidt damals aufgebaut worden, ausgeliefert ist er worden 1974. Ist Erstbesitz gewesen bei der Gemeinde Lessachtal. Und es ist sogar, es ist derselbe Fahrer die ganzen Jahre gefahren, bis ich den gekriegt habe. Den habe ich jetzt seit 2 Jahren und das ist schon eine eigene Errungenschaft. Im Vergleich zum Fendt tut sich der Unimog mit seinen kleinen Rädern im tiefen Schnee schwer. Und auch bei der Leistung kann er nicht ganz mithalten. Dafür punktet dieses Fahrzeug wieder in ganz anderen Bereichen. Er hat schon seine Vorteile. Er hat eine Außenbreite von 2,20 Meter. Der große Traktor bis bei 3 Meter mit der Fräsen. Und für so kleine Bergstraßen und unübersichtliches Gelände und so, da spielt er viel seine Rollen, weil da ein Traktor vergleichbar mit der Breiten mit einer Fräsen, dann bist du gleich bei, wenn überhaupt, 100 PS mit 2,20 Meter. Und der fährt dann mit 200 PS, also da geht schon was weiter. Die Bedienung ist typisch für Maschinen aus dieser Zeit. Einfach und rustikal, aber praktisch und intuitiv. Direkt unter dem Lenkrad sitzen griffgünstig die Hebel zur Verstellung der beiden Auswurfkamine. Mit 2 Tasten bewegt man eine Klappe, um angehäuften Schnee aus dem Sichtfeld zu werfen. Ein praktisches Feature für den Winterdienst und bemerkenswert für die damalige Zeit ist sicher auch die beheizbare Frontscheibe. Sollten die Türen bei extremen Schneehöhen blockiert sein, kann die Besatzung über eine Dachluke nach oben aussteigen. Unter der Motorhaube versteckt sich das Vierzylinder-Triebwerk des Unimog, das aus 2,4 Litern Hubraum immerhin 52 PS mobilisiert. Bedingt durch die kompakte Bauweise sind gewisse Wartungspunkte nur über eine zweite Haube in der Fahrerkabine zu erreichen. Auf der Ladefläche versteckt sich hinter einem Vorhang der mächtige Aufbaumotor. Ein rein Sechszylinder mit 5,7 Litern Hubraum und satten 200 PS. Zum Starten gibt es einen separaten Zündschlüssel. Den Antrieb der Fräse kuppelt man mit einem großen Hebel zwischen den Sitzen. Mit einem kleineren Hebel gleich dahinter wird Gas gegeben. Wer sich mit diesem Gefährt in den Tiefschnee wagt, der braucht viel Gefühl für die Technik und einen vorausschauenden Fahrstil. Damit Manuel nichts übersieht, begleitet ihn hier seine technikbegeisterte Schwester Madeleine. Belohnt werden die beiden von einem Fahrerlebnis der Extraklasse. Ja, da muss man live dabei sein. Da muss man beim Fenster rausschauen, weil du vorhin wieder mal nichts siehst. Er hat auch eine total gute Übersicht im Gegensatz zu einem normalen Unimog. Aber da muss man wieder beim Fenster rausschauen, dass du nicht zu tief, nicht zu hoch bist. Also das muss man alles überwachen mit den ganzen Drehzahlen, dass der Unimog nicht schnell läuft, dass der den passenden Vorschub hat, dass der Motor hinten nicht zu viel hergestaucht wird. Der muss auch passende Drehzahl haben, weil das Schmiedsystem mit den 2 Kaminen und der Vollfräsen, das funktioniert nur, wenn das richtige Drehzahl hat und den richtigen Materialfluss, also so Hi-Fi-weiß funktioniert das nicht. Und es ist schon ein eigenes Fahrgefühl mit dem zu fahren. Da bist du mal in mir da einmal nach einem ganzen Tag. Die Kraft des Aufbaumotors wird recht abenteuerlich über einen rein mechanischen Antriebsstrang nach vorn zur Fräse übertragen.
Die Drehzahl lässt sich über ein Getriebe anpassen. Also der Motor hinten oben, der OM352, der hat ein Fünfganggetriebe ist dahinter bei oben und nachher noch ein Untersetzungsgetriebe mit zwei Stufen, schnell und langsam. Und dann ist hinten oben ein Kettengetriebe und über das Kettengetriebe und nachher mit einer Kardanwelle zur Fräsen. Vorne ist wieder ein Versetzungsgetriebe auf die Mitten auffahren. Nach dem vorne drei ist ein Telleral und Tripling ist von alten Mercedes losgegangen. Haben sie damals eingebaut. Es ist schon eine ganz spezielle Klangkulisse, wenn sich die Fräse in den Schnee gräbt und der rein Sechszylindermotor auf Drückung geht. Abgasnormen kannte man damals noch nicht. Das Triebwerk kann frei atmen und brüllt selbstbewusst hinaus in die kalte Winterluft. Die Fräsleistung ist wirklich beachtlich, auch für heutige Verhältnisse. Die Tatsache, dass dieser Unimog nach fast 50 Jahren noch immer klaglos seinen Dienst verrichtet, lässt uns neidlos anerkennen, dass die Konstrukteure früher noch ein anderes Qualitätsverständnis hatten, als es heute oft der Fall ist. Es sind genau diese Bilder, die das Herz jedes Winterdienstfahrers vor Freude hüpfen lassen. Traumhafte Bilder, die in Zeiten von Klimawandel und Schneemangel schon fast surreal wirken. Wir sind froh, dass wir diese idealen Verhältnisse gefunden haben und punktgenau für unseren Videodreh nutzen konnten. Übrigens, die beiden Filmemacher Jörn und Tammo Gläser von landtechnikvideos.de haben uns bei diesem Projekt mit ihren Kameras begleitet. Das ausführliche Making-of-Video findet ihr auf deren YouTube-Kanal. 2 Monate später. Es ist Ende April. Im Tal hat der Frühling bereits Einzug gehalten. Auf einem Parkplatz zieht Manuel zusammen mit seinem Freund und Helfer Wolfgang noch ein letztes Mal die Schneeketten am Favorit 926 auf. Die beiden sind heute in einer ganz speziellen Mission unterwegs. Während die meisten Menschen bei diesen frühsommerlichen Temperaturen schon ans Freibad denken, wird hier noch einmal die Schneefräse gebraucht, um die Zufahrt für eine Berghütte freizuräumen. Freilich sind die Schneehöhen um diese Jahreszeit nicht mehr dieselben wie noch im Februar. Trotzdem ist der Einsatz sehr anspruchsvoll. Einerseits soll Manuel möglichst tief bis zur Fahrbahn räumen, andererseits muss er aufpassen, damit er keinen Stein oder ähnliche Fremdkörper erwischt, die sich unter dem Schnee verstecken. Kaum ausgesprochen, schon ist es passiert. Mit der Schaufel räumen wir die blockierte Fräse aus und tauschen den Scherbolzen seitlich an der Trommel. Zusätzlich ist die Maschine über eine weitere Scherschraube an der Gelenkwelle abgesichert. Nach einer kurzen Unterbrechung geht's weiter. Auch bei diesem Einsatz leistet die alte Flughafenfräse wertvolle Dienste. Mit dem schwenkbaren Schleuderradgehäuse hat Manuel die Wahl, ob er den Schnee punktgenau über den Kamin oder dort, wo genug Platz ist, direkt in hohem Bogen seitlich auswerfen will. Nach gut 2 Stunden erreichen wir die Adamhütte auf der 1500 Meter hochgelegenen Moosalm. Ein beliebtes Ausflugsziel hoch über der Gemeinde Gries im Pinzgau und Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderungen oder Mountainbike-Touren. Freundschaftlich wird Manuel von den Hüttenwirten Christian und Markus erwartet. Die beiden sind heilfroh, weil sie jetzt deutlich früher aufsperren können als sonst. Ich habe Manuel vor 2 Jahren kennengelernt. Das ist ein ganz feiner Bursch und mit dem haben wir uns im Winter schon zusammen telefoniert, wie wir das im Vorjahr gestalten. Der hat ein Murztrom-Fräsen auf seinem großen Traktor drauf und wie gesagt, wenn du mit den Händen schiebst, ist natürlich eine extreme Belastung und der Manuel hat gesagt, das machen wir in 0,nix. Der ist gerade von Großglockner wieder runtergekommen und hat sich jetzt Zeit genommen und hat uns die Straßen frei gemacht. Im Wald drinnen oder hinter den Hütten, das liegt alles im Schatten, da hätte man sicher noch 3 Wochen braucht, bis man da aufheben können, wenn überhaupt. Ja, es ist ja unten drinnen ein bisschen eine Eisschicht und das ist wie ein Gefrierschrank und das braucht einfach die Ewigkeiten, bis wir da frei werden. Ja. Und jetzt dann haben wir noch 1-2 Zentimeter und das rinnt in den nächsten paar Tagen weg und somit sind wir frei. Wir richten jetzt dann alles her und machen alles sauber. Oben ist ein Apartment drinnen. Für 10 Personen, also man kann herumschlafen auch auf der Hütte
und machen startklar. Kasprisknödel, Tirolerknödel, alles wird vorbereitet, dass die Gäste dann was Gescheites zu essen haben. Und wie gesagt, wir sind Emanuel sehr dankbar, dass er uns das heute gemacht hat. Mit diesen Bildern endet unsere ganz spezielle Winterdienstgeschichte. Schreibt uns gerne eure Meinung zu den gezeigten Maschinen unten in die Kommentare und lasst ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann besucht unbedingt unseren YouTube-Kanal. Dort findet ihr viele weitere spannende Videos rund um die Schneeräumung.